Ja, Ulm ist eine interessante Mannschaft, weil sie über eine Riesenanzahl an sehr guten Distanzschützen verfügt. Es ist ein Team, das sicherlich von der Drei-Punkte-Linie gewinnt, aber auch Spiele von der Drei-Punkte-Linie verliert. They've kept the core, same core guys throughout the year. They've won 5 in a row coming into this game, and you know we're really preparing for them to knock down threes and really push the ball in the fast break. So those are things that we're gonna have to stop if we want to win the game. Die Dreier, die werden echt gefährlich sein. Das müssen wir auf jeden Fall so gut es geht verhindern. Und ja, ich denke, unter den Körben sind wir auch stark und ich kann wieder spielen. Ich meine, ich habe ja jetzt auch schon seit Montag trainiert und es geht alles. Ob ich spielen werde, das überlasse ich dem Coach. Aber ja, ich hätte nichts dagegen. Sie haben jetzt natürlich durch Vujukas eine zusätzliche Inside-Präsenz neben Olbrecht. Das heißt, sie sind nicht nur auf ihren Distanzwurf angewiesen und mit Rush zusätzlich einen Spieler in den Reihen, der seinen eigenen Wurf kreieren kann und der ein gefährlicher Scorer ist, der Clyburn hier ein wenig entlasten kann. Also im Endeffekt ist es eine variablere Mannschaft mittlerweile und mit Sicherheit ein ganz gefährliches Team. Auf jeden Fall sind wir als Mannschaft zusammengewachsen. Man merkt, dass immer 9 oder 10 Spieler was zum Spiel beitragen können. Und ja, das auch meistens auch tun. Und vor allem beim Spiel gegen Bayern hat man gesehen, dass wenn wir konstant 40 Minuten alle richtig gut spielen, wir auch große Gegner schlagen können. We won our last 2 games on the road, 2 big road games for us, and we have 8 games left. And given the fact of how tight it is fighting for those last 2 or 3 playoff spots, it's important that we come into every game prepared and really finish off the season strong. Fakt ist, dass wir mindestens 5 Siege noch brauchen. Wir haben noch 5 Heimspiele. Die Mathematik kann man sich jetzt selbst zurechtlegen, aber das heißt, wenn wir unsere Heimspiele gewinnen, sieht es sehr gut aus. Und demnach bauen wir hier auf unsere Heimstärke und hoffen natürlich auch, dass die Hütte jedes Mal voll ist. Feel home again, all right? Sir.